Nice, ich bin komplett netter. Ja, eben, gut, dann habe ich mich tatsächlich nicht verrechnet. Hui, hui. Ja, 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 kappa, kappa. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu der 5. Folge Minecraft Titan. Es ist jetzt zu Beginn etwas Blödes passiert und zwar, wir haben ja die 4. Folge aufgenommen. Wie ihr seht, lade ich jetzt die von Killer hoch. Ihr habt euch sicher gedacht, hä, what's up? Das Problem ist nur, mein OBS war auf Vorschau und nicht auf Aufnahme. Das hat natürlich Konsequenzen gegeben, das steht auch so im Regelwerk. Das heißt, wir haben jetzt einen Lebenspunkt abgezogen bekommen. Ich entschuldige mich dafür, aber so sind die Regeln und wir schaffen das auch so, ne? Ja, also das bedeutet quasi für die, die es nicht wissen, wenn einer von uns stirbt, ist er jetzt direkt raus. So, gut. Das heißt, wir gehen auf den Server, das heißt, wir dürfen jetzt nicht an Hunger verrecken, sonst wäre es natürlich ein bisschen blöd. Genau. Und voilà, there we are. Du bist ja immer noch etwas weiter weg, also auf dem Weg halt zu mir, ne? Ja, vielleicht holst du mich, jetzt dann doch ab. Ich glaube, du kannst das besser als ich. Ich weiß gerade gar nicht, wo du bist, ne? Ich habe das irgendwie übelst nicht gepeilt. Also nochmal, du bist ja bei minus 200, ne? Oder nicht mehr? Moment, ich muss da jetzt erstmal ein paar Sachen wegschmeißen, die ich jetzt nicht mehr benötige hier. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr, das auch nicht mehr und den Crap hier, den kann ich jetzt auch wegschmeißen. Ich bin jetzt gerade bei minus 150. 150, ja. Und 100. Achso, also bei plus 100 oder wie? Ja, also bei X bin ich minus 150 und beim anderen bin ich plus 100. Ah gut, ne, also dann bist du echt nicht mehr allzu weit weg, ne? Ja, ich nehme da dann, ja, du musst halt einfach Richtung Minus beziehungsweise 0 kommen bei Z und dann wird das wieder, dann wird das schon hier. Also okay, zu 0 sollte ich kommen, sagst du? Also halt zu Minus irgendwas halt, also ja, ne? Also Z bist du ja bei plus 100. Ja. So wie ich das verstanden habe, ja, dann komme ich mal so ein bisschen in deine Richtung. Aber irgendwie da, boah, das ist so doof, weil ich mich einfach, ich bin nicht so gut im Orientieren in Minecraft. Ich finde auch das Koordinatensystem ziemlich doof. Nee, ich muss hier warten, weil hier ist, ich habe hier irgendwie eine Sackgasse. Ich muss hier echt auf dich warten. Ja, ich kann ja nicht zu dir kommen, großartig, weil ich ja selber gerade Leben verliere und so. Ach so, ja, stimmt, du hast ja nichts zu essen, ne? Das ist so doof. Also der Punkt ist, du musst probieren, bei Z probierst jetzt, also das ist ja das ganz rechts, die Koordinate ganz rechts, probierst jetzt einfach auf 0 zu kommen. Und dann X bist du bei 150, das ist dann, ja, ungefähr bin ich jetzt auch gerade circa, so. Okay, dann gehe ich jetzt da einfach mal runter, scheiß drauf. Also, gut. Wo bist denn du bei Y, also die mittlere Koordinate? 45. Ja, okay, gut, dann bist du noch ein bisschen weiter unten. Kann ich auch mal ein bisschen runterkommen, May. Okay, gerade, glaube ich, komme ich ganz in die Nähe von dir. Ich glaube, da drüben auf der Insel könntest du sein. Ich glaube, das ist ein guter Anhaltspunkt da drüben. Weil ich weiß ungefähr, wo du bist, ne, aber ich kann halt nicht großartig kommen, weil ich halt kein Essen mehr habe. Und deswegen musst du jetzt halt kommen, ne? Okay, ich komme. Das hängt alles von dir ab. Übrigens, seht ihr mich jetzt mit meiner neuen... Was? Ja, wo? Nein. Ja, jetzt baue ich einfach rüber zu dieser Insel, genau. Ach, da oben bist du, okay. Ja, du wenn mich. Du einen Witter siehst, zack, ich meine kein Witter, wenn du einen Gast siehst, Gast zack, Bescheid, dann renne ich sofort zurück. Also ich höre auch nichts, also das ist, glaube ich, kein Gast. Ha, endlich wieder vereint. Ja, endlich wieder vereint. Ja. Erstmal so ein Zombie-Pick auf dich runterschießen, weißt du. Ja gut, aber der Zombie-Pigman würde mir ja nichts tun, ne? Also. Doch, der würde dich ja angreifen, wenn ich ihn angegriffen habe. Ach so, ja, stimmt. Der ja, wird dir dann aggressiv. Ich höre einen Gast. Ja. Okay, schnell hier hoch jetzt, Thomas. Killer, wo bist du? Da oben noch, hi. Ne? Ja, hi, ja. Killer, komm. Endlich, ja, ich bin fast wieder da. Hallo. Ja, ja für dich. Oh mein Gott, das erste Teil. Ich brauche Glowstone, oh mein Nether Gott. Quarz und braune Pilze von dir. Hier, zack. Braune Pilze habe ich 10 Stück für dich dabei. Nice. Und Glowstone Staub habe ich ja auch noch schön. Hast du noch ein bisschen Netherquarz oder? Ja, 25 Blöcke. Gut. Das ist gut. So, dann gebe ich dir mir hier weiße Wolle. Keine Ahnung, ob du es brauchst. Und okay. Fress mal meine Suppen, damit ich wieder Leben regeneriere auf Düm. So, gut, dann können wir unserer schönen Nether-Rüstung jetzt
sehr nahe, ne? Ja. Beziehungsweise hast du auch noch ein paar netter Ziegel, solltest du, glaube ich, auch noch ein paar haben, oder? Ja, 30 Stück. Kann ich dir gerne geben. Ja. Gib mir die mal, ey. Gib's mir! Boah, Leute, wenn wir nämlich, ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz unseren Plan. Wir sagen noch nicht, wen wir angreifen wollen, was auch immer. Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier, wenn wir jetzt auf Team-Info gehen, dann steht ja, Team Hellgrau hat noch ein Leben. Das ist wie, wenn jetzt zum Beispiel ich gestorben wäre und dann Killer noch mal jemanden getötet hätte. Eisen kurz? Ich kann ja genügend Eisen geben, natürlich. Aber das müsstest du halt erst schmelzen. Moment, ich stelle dir hier einen Ofen auf. Hier. Zack. Und hier unten auch noch, dann geht's schneller. Ich packe ein bisschen Kohle rein. Nice. Ja, auf jeden Fall versuchen wir jetzt, unser Leben wieder zurückzuholen. Wir haben da schon ein paar Leute in Aussicht. Aber da erzählen wir natürlich noch nichts, weil wir wollen ja irgendwie nicht den Plan von uns verraten. Wir wollen nicht, dass dann diese Leute von euch natürlich, weißt, man kennt ja die Zuschauer so, würdet ihr dann eh wieder rübergehen und die alle mal spoilern und sagen, die wollen euch töten. Ja, und zur Fairness möchte ich auch noch sagen, wir hatten die Wahl zwischen einem Inventar-Clear von mir und eben der Entscheidung, dass wir eben noch ein Leben haben. Wir haben uns beide für das Leben entschieden, weil wenn jetzt mein Inventar geklärt werden würde, würden wir noch länger jetzt für den Glowstone suchen. Ich hätte nichts mehr, nicht mal noch meine Rüstung, und dann wären wir genauso tot gewesen. Und deswegen, Wir sind halt beide so ein bisschen der Meinung, dass wir jetzt langsam auch kämpfen wollen, weil ich meine, Farmen ist ja schön und gut, ne? Ist halt safe, ist ja cool, aber das Problem ist halt, es ist saulangweilig für euch und für uns auf die Dauer halt auch, ne? Wir wollen ja auch nicht 30.000 Folgen hier am Netherrüstung und Titanorn, keine Ahnung was warm sein, deswegen probieren wir jetzt dann nach Herstellung der Waffen und Rüstung ein bisschen zu kämpfen, beziehungsweise halt dann auch demnächst ein paar Leute zu snipen. So, du nimmst da schon ein bisschen Dingens raus, hier habe ich ja auch nochmal ein paar Dingens. Erze. Dann kann ich mir gleich ein Höschen machen hier. Ein Höschen? Oh, da hinten sehe ich den Gast. Guck dir mein Höschen an. Pfeile müsste man dann auch noch probieren, irgendwie herzustellen. Also, wenn du irgendwie dein Hühnchen siehst oder so, dann auf jeden Fall mal Hühnchen töten. Ey. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen, aber ich weiß nicht, was du gegen Hühnchen hast. Dass du die einfach so töten kannst. Hühnchen an sich nichts, ne? Aber die haben halt Federn, ne? Ja, so. Weil sie Federn haben, ne? So, Killer, komm her. Halt so. Ich überreiche dir jetzt den heiligen Helm des Nethers. Oh. Oh. So, Moment, ich guck jetzt nochmal hier Nether. So, Nether Sword. So, brauchen wir halt noch zwei Dingens. Ich weiß halt nicht, warte, wir haben hier noch 6. 12 haben wir noch. Okay. Sogar mehr als 12. Ich weiß halt nicht. Mach du erstmal jetzt die Rüstung fertig und. Ich schau halt, also wenn, dann bräuchten wir halt noch einen Netherquarzblock, so wie ich das verstanden habe. Den Rest sollte ich nämlich noch haben. Ja, willst also du dann in der Zwischenzeit noch schnell den Netherquarzblock holen, oder? Nee, ich geh noch mal kurz den Netherquarzblock verholen. Also wenn ich alles richtig berechnet habe, ne, und nicht jetzt dann bald wie ein Vollidiot dastehe, dann sollten wir wirklich genau für beide eine Rüstung und noch ein Schwert genug haben. Ja. So, also es kann natürlich jetzt auch sein, dass ich ein Vollidiot bin und mich verrechnet habe, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ja. Hoffen wir es mal, ne? Ne, und dann hättest du halt theoretisch gesehen das etwas schwächere Schwert vom Schaden her, aber kannst natürlich dann Leute anzünden, insofern die keine Nether-Rüstung haben. Nice, ich bin komplett Nether. Ja, eben, gut, dann habe ich mich tatsächlich nicht verrechnet. Hui, hui, ja, kappa, kappa. So, gut, dann mache ich mir jetzt auch nochmal die Schuhe und dann, warte, gebe ich dir auch nochmal den Schwertgriff. Wobei, ich mache dir direkt mal das Schwert. So, ach so, möchtest du mir denn das Nether-Schwert machen? Ach so, ja, das ist... Ja, klar. Dann mach ich jetzt sehr nice von dir. Hast du gerade ein Ding ins Barren rausgenommen, oder? Oder nicht? Nee. Ich habe keinen Barren mehr in der Hand. Stimmt nicht. Das heißt, fehlt dir jetzt doch was, oder? Nee, ist alles gut. Ich habe nur falsch geschaut. Okay, gut. Ist alles gut, den können wir wieder abbauen. Nice. Komm schon. Los, der Witz ist nämlich an der Rüstung. Wir sind damit feuerresistent. Ja, das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann müssen wir das natürlich sofort melden. Aber wir verlieren auch. Das heißt, die ist auch irgendwie, man bekommt, die wird nicht kaputt, ne? Also sie wird nicht kaputt. Wenn man also die geht nicht kaputt, ja. Ich chill hier einfach so in der Lava, hab Spaß und jetzt kann uns einfach nichts mehr mit Feuer antun und man hört auch sofort auf zu brennen, das ist so nice. Hast du jetzt auch eine? Dann lass uns mal schnell nebeneinander stellen, ich muss unbedingt ein Screenshot machen. Ja, Squid! Moment, ich habe aber noch gerade eine Idee, ne? Und diese Idee erfolgt, dass ich den hier kurz wegschütte, verpuffen lasse. Hast du einen Screen gemacht? Ja, perfekt. Gut, und dann mir noch irgendwo einen Lava-Eimer hole.
Das wäre nämlich sehr, sehr nice. Ja, das wäre echt nice. Weiß nicht, kann ich hier hochschwimmen? Und ja, beides dauert dann ewig, ne? Ja. Ich glaube, ich baue mich da kurz hoch, Alter, und hol mir da die Lava da oben. YOLO, Mauder Dolo, ne? Also Feuer kann uns jetzt halt nichts mehr anhaben, das heißt, wir sind relativ safe jetzt mittlerweile hier im Nether. Mhm. Und ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt raus. Und was wir dann diese Folge noch probieren, ist eine gute Nahrung zu bekommen halt, ne? So. Genau, wir wollen jetzt noch ein bisschen Nahrung und wie gesagt, ist die Folge jetzt ja wieder vorproduziert. Das heißt, die Alten denken noch, ja, wir sind jetzt hier im Nether. Das heißt, wir können uns dann draußen wieder problemlos irgendwo eingraben und dann in der morgigen Folge seht ihr dann sowieso wieder, was passiert. Also, ja. Dann heißt es, Lava-Eimer ist geholt, alles ist da. Man kriegt übrigens auch weniger Fallschaden mit der Rüstung. So. Echt? Wie ich das jetzt noch weiß. Ich habe das im Singleplayer so halbwegs mitbekommen. Okay. Ich bin gerade hier irgendwo runtergefallen und dachte mir gerade so, das sieht richtig wenig falsch an. Also ich bin jetzt wieder offiziell raus aus dem Nether und irgendwo. Okay, so ich nicht, weil ich wieder das Portal nicht finde. Oh. Also irgendwer hat einen Wither gespawnt. Ich weiß jetzt zwar nicht, welches Team, ne? Aber irgendein Team hat halt einen Wither gespawnt. Deswegen ist da die Anzeige von Wither. Und hier. Ich weiß gerade nicht, wo meine Pilze sind. Ich werde in 5 Minuten gekickt und finde mal schon wieder das Portal nicht. Ich glaube, das müsste hier unten irgendwo sein. Nee, das ist oben. Oh Gott. Warte, ich bin jetzt hier unten, wo vorhin die Werkbank stand. Jetzt gehe ich da wieder hoch. Nicer Deister. Und lol, mir fällt gerade auf, ich kann wieder nicht rennen. Hä? Fuck. Ich habe irgendwie meine Pilze nicht mehr im Inventar, habe ich gerade gesehen. And I don't know, wo die sind. Die sind irgendwie weggebuggt. Oder ich habe die irgendwo weggeworfen, unbewusst. Ja. Wäre natürlich jetzt ein bisschen doof. Ah, ich sehe dich. Hi. So. Wir gehen jetzt aber in die echte Welt. In die echte Welt gehen wir, Leute. In die echte Welt. Ich habe sie schon so lange. Real Life zurück, Leute. Also direkt mal Legria hervorholen und einen Vlog machen. Ich habe keine Legria. Die sind bei mir überall ausverkauft. Ach, Noob. Ja. Im Internet bestellen, weißt du? Interwebs. Ja, im Internet sind die bei mir auch ausverkauft. Ich bin echt ein Noob. Also komm, dann gehen wir mal durch das Portal. Hast du noch Pilze? Ja. Ja gut, dann kannst du mir ja vielleicht etwas geben. Ich habe nämlich einen Pilz. Okay, so. Gut. Also das brauchen wir jetzt nicht mehr hier. Kann ich mal wegwerfen. Oh, jetzt wäre ich fast wieder reingegangen. Das wäre nicht so schlau gewesen. Hier brauchen wir auch nicht. Ein rotes Banner brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Hast du mir ein paar Pilze noch? Ja. So. Bitte schön. Ich habe jetzt alle meine Pilze gegeben, die ich habe. Oh, erstmal wieder alle verlieren. Also, warte, ich kann 4 Pilze um direkt machen. Was? Das ist ein. Oh, ich dachte, das sah gerade bei meinem Texture Pack so aus wie ein Eisenblock und ich habe das abgebaut und dachte mir so, wow, nice, aber naja. Naja, war aber keiner. Nee. Nee, also warte, ich muss noch eine essen. So, dann habe ich noch eine Pilzsuppe sogar noch übrig. Ist das nicht cool? Und dann würde ich sagen, suchen wir Essen. Let's go. Du hast ja mit deinem Schwert auch 25% Chance auf Feuer. Das heißt, jedes Tier, das wir finden, könnte theoretisch auch gerade. Weißt du was, wir nehmen aber hier Kartoffeln und Weizen mit. Ja. Fällt mir gerade so auf, dass das hier ist. Also gerade die Kartoffeln, ne, die können wir dann halb braten und. Oh, das sind auch noch Karotten. Ja, nice. Und was ist hier in der Kiste drin? Moment, die muss ich jetzt öffnen. Och, nichts. Schade, nichts. Schokolade. Hier sind, glaube ich, Weiß und Lodok gespawnt, wenn mich nicht gerade alles täuscht. Okay. Hier in der Nähe. Wie viele Kartoffeln hast du? So. Ah, guck, der Creeper hat jetzt sofort gebrannt. Und die Spinne auch. Ja, nice. Du merkst also, dein Schwert ist nicht so kacke, ey. Nein. Es ist gut, dass wir das gemacht haben, würde ich sagen. Das heißt, wir sind. Oh, da ist eine Kuh, da ist eine Kuh. Die holen wir das. Das heißt, um das jetzt mal klarzustellen, Leute, wir probieren, ja. Und jetzt pass auf. Wir probieren jetzt in den nächsten Folgen Leute zu holen, um die dann naiv zu töten. Da ist ein Chicken. Ja, haben leider beide nicht gebrannt. Warte, ich springe aber mal runter. Ja, doch, gibt trotzdem, glaube ich, gleich viel Fallschaden. Ich glaube, im Nether einfach weniger. Ja. Warte. Leder sollten wir auch noch gerade mitnehmen. Ach komm, Leder brauchen wir jetzt nicht mehr. So, und hier liegt noch eine Feder. Falls wir sagen, du sie benötigst. Skate. Oh, okay, Skate. Ja gut, Skate, wir werden eh gleich wieder gekickt von dem her. Ist ja schon morgen. Morgen. Hey ho. Hey, hier, okay. Da sind noch Kühe. Nice. Gut. Okay. Dann werde ich jetzt. Also sie sind uns nicht nachgejoint. Wenn wir die jetzt treffen, ne, das wäre halt einfach der ultimative Zufall, sag ich mal. Ja. Weil die sind uns. Was? Mein Ding ist gecrashed. Dein Minecraft? Was? Mein Titan ist gecrashed. Ja, gut, aber dann darfst du reconnecten. Ja, aber die Frage ist, ob jetzt der Timer resettet wurde. Das wäre nämlich jetzt nicht dann, so. Dann gehst du einfach gleichzeitig mit mir offline fertig. Das ist toll, ne? Super.
erstmal noch Teilen gecrashed. Also bei mir kommt jetzt hier wahrscheinlich so ein kleiner Cut, ey. Ja, gut. Und bei mir geht's einfach ganz normal weiter. Wir töten jetzt noch die Tierchen. Das ist auf jeden Fall sehr nice. So. Crash, kann man nicht wundern, schreibe ich jetzt mal. Nicht, dass er irgendwie nice. Denkt, was da los ist. Ja. Nice. Okay, ich werde in einer Minute gekickt. So, läuft gut. Das heißt, ich würde sagen, komm, ich stelle noch kurz den Ofen auf und probiere noch kurz die Kartoffeln und so zu schmelzen. Ja, ich bin jetzt hier unten, ne, wo die Tiere waren. Und ich sehe da irgendwie gerade so einen Wasserfall, wo so Spinnennetze sind. Also natürlich kann das nicht sein, oder? Sieht sehr unnatürlich aus. Also es steht ja, ich bin noch 20 Sekunden geschützt. Das heißt, ich mache einfach mal so 30 Sekunden länger als du jetzt. Ja. Sollte dann ungefähr aufs Gleiche kommen. Oh, ich werde in 30 Sekunden gekickt. Nee, dann baue ich jetzt nichts mehr auf. Das mache ich dann in der nächsten Folge. Ich bleibe einfach mal hier stehen. Siehst du mich da, Killer? Hier unten? Beim Wasser? Ja, nee, andere Richtung. Nein, bisschen rechts. Ja, genau. Achso, ja, dann, hallo. Hi. Ja, ich mache jetzt hier noch das mit den Öfen fertig und dann laufe ich zu dir runter. Perfekt. Also, falls sich jetzt irgendwer beklagen will, Leute. Halt's mal. Nein, Spaß. Richtig wild, ja. Ich bin richtig wild. So, jetzt bin ich gleich weg in 5 Sekunden. Und. Yo, und ich bin weg. So gut, Leute, ich beende jetzt schon mal meine Folge. Ich würde sagen, guckt auf jeden Fall noch bei Killer vorbei und guckt euch die letzten 30 Sekunden an. Ey, das wäre jetzt zu geil, wenn ich jetzt noch sterbe. Nee, wenn du jetzt noch stirbst, dann sind wir nämlich draußen. Ich würde das trotzdem so extrem feiern. Ja gut, ne, dann würde ich jetzt auch sagen, ich disconnecte dann auch mal. So, tschüss, schreibe ich da noch. Tschö mit Ö. Keine Ahnung, war jetzt halt ein Bug. Tschö mit 30.000 Ö. So, Verbindung trennen. Ich wurde jetzt nicht gekickt wegen einem Bug, ne? Mein Minecraft ist gecrashed. Aber ich würde dann jetzt. Sieht man ja in der Aufnahme, oder? Leute! Also. Ja, wir sehen uns dann in dem Fall in der nächsten Folge wieder. Ab jetzt wird's ernst, Leute. Jetzt wird gefeiert, ey! Jetzt auch immer so Klatsche, keine Ahnung, ja. Kriegen alle eine Klatsche, ey! Nein, auf jeden Fall würde ich dann sagen, wir sehen uns dann morgen wieder, weil das heißt, let's play Minecraft Titan! Macht's gut, ciao! Alright, bis dann und tschüss!